Wenn man das alles weiß, dann denke ich, muss man zumindest mal die Beweislast so ein bisschen gerade rücken und sich sagen, ja, warum sind wir nicht in einem System wie dem unseren, das doch sehr gut funktioniert, aber dem, das muss man natürlich auch zugestehen, eine gewisse Ermüdung zu beobachten ist, warum kann man da nicht auch mal danach schauen, ob man sagen, das parlamentarische Gesundheitssystem in irgendeiner Weise dadurch ja, modifiziert, ergänzt es in der Tat vielleicht etwas zu wertfrei formuliert, positiv ist nicht das Problem, zu wertfrei formuliert, modifiziert, dass man direkt demokratische und damit auch plebiszitäre Volksgesetzgebungselemente einbaut. Ich bin vielleicht anders als Herr Decker nicht so kategorial skeptisch gegen, oder sagen so kategorial in der Frage der Unterscheidung zwischen Konkordanzsystem und Mehrheitssystem. Das ist ja diskutiert, ich habe schon ein bisschen zum Ausdruck gekommen, dass unser System jedenfalls sehr starke Konkordanzelemente hat natürlich und dass vielleicht ein Grund tatsächlich für die Frustration mit dem politischen System in der Tat daran besteht, dass aus vielerlei Gründen, einem gewissen Zentrismus des Parteiensystems, aber auch natürlich der föderalen Struktur, wir in der Tat nicht so das Gefühl haben, dass wir mit an Wahlen Regierungswechsel, mit Richtungswechsel so richtig andocken. Das ist, glaube ich, angesichts nicht nur der Großen Koalition, angesichts der Sozialdemokratisierung der Christendemokratie, angesichts der unterschiedlichen Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat und der Zustimmungserfordernisse, die auch viel größer geworden sind, als wir uns das eigentlich mal vorgestellt hatten, 48, 49, irgendwie halt tatsächlich so gekommen, dass man das Gefühl hat, dass dann die Wahlentscheidung nicht mehr die Zäsur anschließen kann, die vielleicht doch irgendwie auch das Befriedigende am politischen System ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man so argumentiert und wenn man sozusagen solche Befindlichkeiten, solche öffentlichen Befindlichkeiten denn tatsächlich auch berücksichtigen möchte, muss man umgekehrt auch sagen, dass die öffentliche Befindlichkeit mit Blick auf unser demokratisches System in der Bundesrepublik doch schon auch mal zutiefst widersprüchlich ist. Auf der einen Seite klagt sie, dass es etwas gäbe wie ein Kartell, das Wort ist ja heute mehrmals gefallen, und dass alle im Grunde das Gleiche wollten. Auf der anderen Seite stößt eigentlich jede Form von radikaler Veränderung auf größten Widerstand in diesem Land. Und wir sind nicht das Land, wo man eine Mehrheit wählt, die was verändert. Das ist vielleicht sozusagen Maggie Thatcher gewesen. Das sind vielleicht andere Länder, die das machen. Das ist eigentlich in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik selten, vielleicht mal für einen Moment in der sozialliberalen Koalition ab 69, aber doch eigentlich sehr, sehr selten der Fall gewesen, schon unter Kohl eigentlich nicht mehr wirklich. Also dass sozusagen an die Wahlentscheidung eine radikale Reform anläuft. Hier gibt es, glaube ich, ein zutiefst widersprüchliches Selbstbild auch der demokratischen Öffentlichkeit, die einerseits darüber klagt, dass sich das System doch irgendwie änderungsresistent sei und dass die eigene Stimme nicht zählen würde, weil die Politiker immer dasselbe machen würden, aber die auf der anderen Seite im Grunde veränderungsresistent ist und doch im Grunde sich in einem Inkrementalismus eingefügt hat, der auch ganz gut funktioniert. Wir machen halt keine große Sozialreform, wir haben mal eine gemacht, das hat die SPD aber dann auch sagen, das ist verstümmelt, sondern wir machen im Prinzip was, naja, sehr, sehr kleine Reformen der Krankenversicherung hier und dort, mal wieder ein halbes Prozent da abgeschnitten. So läuft eigentlich die bundesrepublikanische Politikprozess. Und man darf sagen, er läuft im internationalen Vergleich nicht besonders erfolglos damit. So sind wir. Und vielleicht sollten wir uns auch mal ein bisschen damit abfinden, dass wir so sind, dass wir keine großen Entscheidungen treffen und dass der große Wurf eine Fantasie ist, die eigentlich das nochmal überzeugt. Musste ich irgendwie loswerden, damit habe ich jetzt schon mehr als die Hälfte meiner Redezeit verbrannt und komme sozusagen weniger. Bin jetzt sozusagen etwas in Verlegenheit, jetzt noch etwas zu den verfassungsrechtlichen Fragen zu sagen, die man aber doch vielleicht auch in die Diskussion sonst nochmal weiter einsprechen lassen. Ich möchte das mit vier Punkten tun und also die erste Frage stellen, die längst diskutierte Frage, die wir jetzt eigentlich seit der Gründung der Bundesrepublik im Grundgesetz diskutiert haben, ist zu sagen, dürfen man überhaupt Plebiszite im Bund einführen, bedarf es dazu einer Verfassungsänderung oder nicht? Diese Frage ist unglaublich viel in Literatur investiert worden und ich möchte Ihnen eigentlich keine ex-cathedra richtige Antwort darauf geben. Ich glaube, es ist eine Frage der politischen, verfassungspolitischen Klugheit zu sagen, dass wenn die Entscheidungsregeln für parlamentarische Gesetze im Grundgesetz geschrieben, festgelegt sind, dann ist es wohl auch richtig, die Entscheidungsregeln für andere Gesetze im Grundgesetz festzulegen. Denn es wäre sehr, sehr eigenartig, eine Asymmetrie zu stiften, in der der eine Gesetzgeber seine eigenen Regeln definieren kann und der andere Gesetzgeber es nicht kann. Nun könnte man natürlich dagegen sagen, okay, das ist aber doch insofern ein Problem, weil der verfassungsändernde Gesetzgeber ja wieder repräsentativer ist und kein direktdemokratischer. Und dazu würde ich sagen, was mir sehr sympathisch wäre, und da wäre vielleicht der erste konkrete Vorschlag, wäre in der Tat, ob man mal darüber nachdenkt, ob man nicht Verfassungsänderungen an eine Zustimmung
einen Zustimmungsakt des Volkes bindet, also die Zweidrittelmehrheit von Bundesrat und Bundestag zu sagen, plebiszitär ergänzt. Das hätte einerseits den Vorteil, dass man dann in der Tat, wenn man Verfassungsänderungen einführt, die auch Plebiszite vorsehen, im Grunde eine Kongruenz der verfassungsändernden Gesetzgeber hat. Das heißt, das Volk bestimmt die Regeln, also das Volk, das sagen jetzt auch in die Anführungsstriche nur, der plebiszitäre Gesetzgeber, nennen wir ihn so, bestimmt die Regeln mit, die auch seine eigenen Gesetzgebungskompetenzen bestimmen, aber zusammen mit dem repräsentativen Gesetzgeber, wie auch umgekehrt. Das hätte den anderen Vorteil, den wir gar nicht näher zu vertiefen müssen, der gar nicht direkt unser Thema betrifft, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber ein bisschen weniger das Grundgesetz nennen würde. Denn in der Tat haben wir im Moment einen politischen Prozess, der eines sehr gerne macht, nämlich das Grundgesetz ad libitum mit Banalitäten zu füllen, die eigentlich nicht da reingehören und letztlich wenig Respekt zu zeigen vor sozusagen der Sakralität, um das Wort mal ganz groß zu machen, also von dem Wert einer Urkunde, die man vielleicht auch nur in besonderen Zusammenhängen und in besonderen politischen Situationen ändern soll. Also, erste Frage, sollte plebiszitäre Gesetzgebung eingeführt werden wie eine Verfassungsänderung? Ja, ich denke, es müsste eine Verfassungsänderung geben. Es wäre seltsam, wenn wir das asymmetrisch halten würden. Zugleich könnte man aber dann auch nochmal über das Verfahren der Verfassungsänderung selbst nachdenken. Zweite Frage wäre dann die nach dem Quorum. Und da muss ich sagen, gibt es wahrscheinlich auch keine wirkliche Regel. Ich denke nur, dass man sich klar machen muss, dass ein verfassungsändernder Prozess in irgendeiner Weise an das, was wir haben und was auch nicht schlecht funktioniert, nämlich einen parlamentarischen Prozess andocken muss. Insofern, als dass wir Dinge wie unsere Erfahrungen damit, wie sich 5%-Hürde zum Beispiel zu Wahlbeteiligung und so weiter verhalten, in absoluten Stimmen ausdrücken und daraus im Grunde auch mal Erfahrungswerte destillieren müssen, die uns Quoren gibt. Was halt nicht sein darf, und das ist jetzt eine sehr weiche Regel, man müsste dann mal in die Einzelheiten gehen, in zahlenmäßig, was wir halt nicht haben dürfen, wäre auch hier eine Asymmetrie, ein Ungleichgewicht, in dem im Grunde die Mobilisierung von sehr, sehr kleinen Teilen der Bevölkerung schon ausreicht, um etwas zu schaffen, für das man im Parlament eine parlamentarische Mehrheit braucht. Also das muss in gewisser Weise eine Form von Kohärenz haben, die nicht ein Verfahren auf Kosten des anderen in Frage stellt. Die dritte Frage, zu der ich etwas mehr sagen möchte, jetzt noch, also mehr als vielleicht 3 Minuten, ist die Frage der Vorprüfung. Die Vorprüfung ist natürlich ein großes Problem, weil man hier sofort auch gerade natürlich von Seiten der mobilisierter Bevölkerungsteile so etwas wittert wie eine Zensur und vielleicht auch nicht immer zu Unrecht, muss man sagen. Also ich denke an die bayerischen Erfahrungen, es kann schon mal passieren, dass da die Verwaltung auch durchaus ein Spielchen spielt mit Volksinitiativen. Ich glaube aber auf der anderen Seite schon, das ist ein bisschen auch meine Erfahrung, die ich in letzter Zeit gemacht habe, in Berlin mit der Offenlegung der Wasserprivatisierungsverträge. Ich glaube schon, dass es irgendwie, sagen wir mal so, Volksinitiativen gut beraten sind, sich anzugucken, wie Gesetze gemacht werden und sich auch exekutiv beraten zu lassen. Weil sonst die Gefahr besteht, und die Gefahr hat sich, glaube ich, jetzt zum Beispiel in dem Fall realisiert, bei einem Volk, das politisch nicht schlecht finde, aber in der Ausführung nicht überzeugend finde, die Gefahr besteht sonst, dass im Grunde so etwas passiert wie eine gute Entscheidung, nicht wahr, wir wollen das und das, ohne begleitende Verfahrensregeln, ohne abfedernde Abwägungsmechanismen, wenn es um den Eingriff in Grundrechte geht, ohne Anhörungsmöglichkeiten für Beteiligte und so weiter und so fort. Das heißt, was man eigentlich bräuchte, scheint mir, wäre entweder natürlich in der besten aller Welten so etwas wie eine Gesetzgebungskunst des Volksgesetzgebers, aber vielleicht in einer etwas aus bescheideneren Variante so etwas wie Verfahrensstandards, die man vielleicht auch selber in Gesetzesform gießen könnte, dessen, was wie der Volksgesetzgeber seine Gesetzgebung realisiert. Es ist nun mal klar, auch wenn durch ein Plebiszit ein Gesetz gemacht wird, das in Rechte von Personen eingrifft oder auch in dem Fall Unternehmen, dann gibt es sozusagen Regeln zu beachten und dann ist es wahrscheinlich sogar im Interesse des Volksgesetzgebers besser, wenn bestimmte Formen von Anstandards, die ich gerade genannt werde, auch in irgendeiner Weise beachtet werden. Denn klar ist, normalerweise läuft die Arbeitsteilung zwischen parlamentarischem Gesetzgeber und Regierung und Verwaltung erstmal so, dass beide in einem Dialog miteinander stehen im parlamentarischen Regierungssystem. Es gibt keinen Gegenstand von Regierung und Parlament, sondern die Parlamentsmehrheit kommuniziert mit der Regierung über das Schreiben von Gesetzen, das soll auch so sein.
damit aber auch durch einen Erfahrungsaustausch zwischen einer politischen Programmierung und einer, sagen, Erfahrung mit Gesetzen, die irgendwie die Gesetzgebung verbessert und damit natürlich auch letztlich eine Arbeitsteilung, in der klar ist, wenn ein Gesetz gemacht wird, ist das nicht das letzte Wort über die Anwendung des Gesetzes, sondern Gesetze sind in der Regel für die jemand anders in der Anwendung zuständig ist als der Gesetzgeber selbst. Und diese Arbeitsteilung, die ist, hat sehr viele Vorteile, auch glaube ich für die Bürgerinnen und Bürger. Und diese Arbeitsteilung scheint mir manchmal etwas unterlaufen zu werden aus einem politischen Misstrauen des Volksgesetzgebers gegenüber der Regierung. Und hier liegt auch durchaus, denke ich, ab und zu mal ein Problem, über das man nachdenken soll. Letzter Satz zum Rang. Ich denke, bei der Rangfrage und bei den ansonsten Regeln muss man gar nicht viel sagen. Wenn man eine bestimmte Gesetzgebung einführen möchte, dann ist die halt Gesetzgebung. Dann sollte man sie weder schlechter noch besser behandeln als andere Gesetzgebungen. Sie ist dann an die Grundrechte gebunden, sie wird sich vor verfassungsgerichtlichen Überprüfungen nicht schützen können und sie wird ansonsten auch aus den Erfahrungen zu lernen haben, die der parlamentarische Gesetzgeber hat. Und wenn man das alles sieht, dann wird man am Ende sehen, ja, so viel anders als die normale parlamentarische Gesetzgebung wird es auch nicht sein. Vielen Dank.